Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Transport Fever. Ach Gottchen, Leute, ich kann mal ein bisschen mehr aus mir rausgehen hier bei dem Spiel, weil endlich machen wir mal ein bisschen Plus. Es läuft endlich mal so ein bisschen. Zumindest habe ich ein gutes Gefühl, ob das wirklich angebracht ist. Da ist es natürlich, steht auf einem anderen Blatt. Aber ihr seht, wir sind im Plus und ich glaube, wir haben in der letzten Folge ganz gut ausgebaut, unsere Linien. Es gibt keine alten Fahrzeuge mehr, sondern nur noch neue, die hier rumfahren. Ja, jetzt momentan versuche ich ein bisschen zu sparen. Was ich genau mache, weiß ich noch nicht so hundertprozentig, aber das werden wir schon noch rausfinden. Jetzt ist die Frage, ja, dieser lebensmittelverarbeitende Betrieb hier, ne, der ist krass. Die kriegen ja echt viel angeliefert und haben ja auch echt eine hohe Produktion momentan. Ich weiß halt nicht, das sollte eigentlich... Also daran liegt es nicht. Es liegt wirklich nur an der Lieferung. Man kann also immer weiter eigentlich noch die Linie ausbauen. Ist natürlich dann irgendwann die Frage, weil es staut sich natürlich irgendwann, ne? Bestimmt auch oben ganz besonders wahrscheinlich, oder? Geht das hier noch? Läuft auch momentan relativ rund. Ja, ist halt die Frage, ne? Auf jeden Fall das Brot, was jetzt hier sich ansammelt, wird wieder weniger, weil wir haben ja auch die Linie, was weiß ich welche, das ist 5, glaube ich, ausgebaut. Und was haben wir jetzt hier? 81. Und der andere kommt jetzt gerade an, bringt jetzt wieder was rein. Sehr schön. Und ihr seht, der ist auch wieder voll. Und wir sagen Schlag, ja. Sind wieder 5 Leute weniger geworden. Ich verstehe dieses Dorf nicht, ich verstehe es nicht. Vor allem Bevölkerung, die Anbindung, ja, also die Linienbenutzung ist halt schlecht. Ich verstehe halt nicht, warum. Wird das bemessen daran, ja, ist es halt kein großes Dorf. Ist es deswegen schlecht? Weil halt wenige damit fahren, weil das kein großes Dorf ist. Oder ist die Anbindung schlecht? Weil das kann eigentlich nicht sein, weil die Anbindung ist super. Ihr habt eine Bahn, ihr habt Busse, ihr habt eigentlich alles, was ihr braucht. Guck mal, wir haben ja 500.000 gehabt. Ich hätte gerade kurz Kredit zurückzahlen können, ich Depp. Ah, jetzt. Ha, Leute. Ich hab schon mal ein Darlehen zurückgezahlt, 500.000. Das ist doch sehr gut. Weil dann wird das hier weniger. Dann wird das endlich mal weniger. Und zwar dauerhaft. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Das sind 100.000 im Monat, die wir einfach nur an Kreditdingern, an Kreditzinsen immer zahlen. Und wir zahlen ja nicht mal irgendwas zurück, so. Von daher sehr schön. Das ist gut. Wir haben jetzt noch 6 Millionen Kredit offen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange kommen wir damit durch? Ne? Damit kommen wir nicht durch. Ich kann den auch wieder aufnehmen, so ist es nicht. Also ist jetzt nicht verschenktes Geld, so. Sondern es ist echt gut. Aber dass hier wieder nur 62 mitfahren, ist natürlich eine Tragik für sich. Jetzt gucken wir mal gerade. Was gibt's denn hier überhaupt Neues? Ne, jetzt bin ich im Depot. Da wollte ich ja gar nicht hin. Ich wollte das Depot. Es gibt ja auch die neue Preuß T3. Fährt aber auch nur 40. Also die schnellste, die es momentan gibt, ist... Aber warum ist sie denn so teuer? Höchstgeschwindigkeit 40. Also, pass mal auf. Gut, das, die Betriebskosten sind fast halb, ne? Aber, also die sind halb, aber der hier ist ja auch noch schneller. Gewicht ist scheißegal, Leistung ist doch egal, oder? Also was ist jetzt hier wichtig? Ich meine, für mich persönlich würde jetzt nur zählen Betriebskosten und Schnelligkeit. Ist für mich eigentlich das Wichtigste, so. Da ist sie komplett viel 10-mal besser. Also wenn, dann würde ich ihn hier holen. Und dann halt, ja, es bringt halt nichts wegen den Personenzügen. Wobei doch, die können 50 fahren. Wäre natürlich dann auf jeden Fall was schneller als ihr, als die jetzt hier. Die jetzt hier mit 40 durch die Gegend dackeln. Aber trotzdem muss es jetzt gerade nicht sein, glaube ich. Die halten ja noch, sie halten ja. Und jetzt kriegen wir auch wieder Geld. Ich überlege ja tatsächlich, guck mal, jetzt ist hier aber fast gar kein Brot mehr. Jetzt wird es natürlich langsam hier eng für Matzenbach. Aber sie ist hochgegangen auf jeden Fall, für kurze Zeit. Ja, da muss halt mehr Brot produziert werden. Ich verstehe halt nicht, das bleibt halt alles... Oh, hier ist aber jetzt auch gar kein Brot mehr. Also die sind jetzt hier ordentlich am Produzieren.
Habe ich jetzt natürlich dann vielleicht zu viele Fahrzeuge gebaut hier für die Linie. Jetzt sind hier über 200 auf einmal. In Biersackschlag. Jetzt die Frage, was brauche ich? Brauche ich doch noch mehr für Linie 3? Ich meine, why not? Ich meine, die ist zwar schon recht gut befüllt, aber es geht auch mehr. Ich mach das jetzt. So, weitere Fahrzeuge auf Linie 3. Who the fuck cares? Also da jetzt alles ja auch beliefert ist, ist jetzt ja kein Brotüberschuss mehr. Ich wollte halt gerade sagen, jetzt könnten wir Brot auch mal hier hinliefern. Aber das bringt's ja gerade gar nicht so. Weil wir keinen Brotüberschuss haben. Was jetzt? Ein Schiff. Ich glaube, mit Schifffahrt werden wir ja auf dieser Map wenig zu tun haben. Da ist ja nur hier eigentlich dieser Bottich. Mehr ist ja eigentlich nicht. Also da weiß ich nicht, ob wir mit Schiffen irgendwie großartig hantieren werden. Linie 8. Ja, die macht natürlich mehr Minus, weil da natürlich mehr Fahrzeuge sind. Warum Linie 1 allerdings gerade Minus macht, ist mir ein Rätsel. Da müsste vielleicht, weil der noch nicht angekommen ist. Das kann natürlich sein. Ja, jetzt... Ja, ist die Frage, sollen wir ihm hier noch einen Zug dranhängen? Ich meine... Ich mache mal Pause, weil ich habe gerade das Geld. Ich könnte ihm hier zwei weitere kaufen. Und hätten dann 16 Leute mehr Platz. Wie sieht es denn aus? Wie viele warten denn hier? Warten 12. Das würde fast hinkommen. Runter vielleicht nicht unbedingt, aber... Why not, oder? Why not? Wir machen das jetzt. Den ersten haben wir schon mal. Und der zweite... Komm. Yes! Haben wir auch. Perfekt. Das ist gut. Dann sind nämlich jetzt schon zwei drin. Und dann... Ja... Wie viele sind da jetzt drin? Und das ist natürlich voll. Nach unten wird der auch voll. Das ist scheißegal, wann ich den da rein... Ich ömmel den jetzt da rein. Ist mir egal. Irgendwann muss es ja gemacht werden. Das ist natürlich jetzt ein Ausfall. Aber egal. Jetzt kriegen wir wieder rein. Guck dir das an, ey. Ah, guck mal, hier sind ja größere Gebäude so. Matzenbach wächst. Also wir haben ja auch bald die 300 erreicht. Nur, ich glaube, Neuenheiligen wächst aber auch. Also wir liefern dann nichts hin. Trotzdem wächst's nicht hier wie Biersackschlag, ey, Kackdorf. Doch, wir haben auch mal 205 erreicht jetzt. Was heißt das Minus? Jetzt Minus wieder geworden ist oder was? Naja. Ich glaube, hier brauche ich tatsächlich jetzt weniger Fahrzeuge irgendwie. Weil die sind alle nicht ganz befüllt, so. Ich schicke die mal nur ins Depot. Kosten die weniger, wenn sie im Depot rumstehen? Das ist ja meine Frage. Ich will die eigentlich jetzt noch nicht verkaufen. Ich würde die einfach nur mal halt gerne jetzt... Ich würde die halt einfach nur gerne ins Depot schicken, so. Ich schicke jetzt mal 4 von denen ins Depot und dann warten wir mal ab, ob sich das hier wieder füllt. Also hier ist jetzt echt auf der Linie 3 ist jetzt wirklich viel los, ne? Das kann man ja nicht sagen. Also das ist jetzt hier richtig krass.
High Life jetzt. Und trotzdem sind die hier direkt weg, ne? Die sind hier am Produzieren wie Harry, ey. Mal sehen. Also die gehen ordentlich ab. Jede Lieferung bringt fast 10.000 rein. Kann ich nicht anwenden. Oh, 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 Session, der ist ja im Depot. Ich muss ihn jetzt mal hier schnell... So, Linie 2, auf geht's. Natürlich warten jetzt wieder keine, ne? Das muss ich jetzt erstmal wieder rumsprechen. Das ist natürlich jetzt echt ein herber Rückschlag, was das Geld angeht, aber mussten wir jetzt einmal durch. Wird schon wieder werden irgendwann. Da fahren jetzt nur zwei Leute mit. Blöd. Das ist natürlich blöd, aber was willst du machen? Muss jetzt rumsprechen wieder. Hat ja beim anderen ja auch gedauert. Einer wartet. Ja, okay. Aber egal, wir haben auf jeden Fall jetzt Investitionen getätigt. Und das ist natürlich gut. Und der hier ist momentan so auf einem konstanten 70er Level, würde ich fast sagen. Oh, hier warten sogar recht viele. Schreit ja schon fast nach einer Zugverlängerung. Und ich glaube, für Linie 4 wird es jetzt wieder mehr Brot. Ich schaue gerade die Finanzen an. Also wir machen mit der Straße jetzt echt gut Plus, ne? Das ist halt echt so. Ich würde fast sogar noch die Linie 3 weiter ausbauen. Denn noch ist Platz. Also es ist noch nicht irgendwie großartig Stau. Ja. Welche sind das? Das sind die Linie 5, Leute, oder? Ja. Also großartig Stau ist nicht. Die laden hier ihr Korn auf. Könnte man machen. So, noch mehr. Damit machen wir gerade echt gut Plus, das kann man nicht anders sagen. So, wir sind immer 9 schon mal drin wieder. Und was haben wir hier? Wir warten auch schon wieder 10. ja, ich weiß, blöd, aber was willst du denn machen? 364 Leute. Und wie gesagt, Matzenbach wird auch bald mal an der 300 kratzen. Sehr bald sogar. Ah, Biersackschlag, ey. Ich weiß auch nicht. Aber guck mal, ich hatte doch hier mal die Straße durchgezogen. Da war hier doch nichts gebaut. Das heißt, hier ist mehr gebaut. Aber es... Ah doch, jetzt sind sie ein bisschen drüber. Das ist doch gut. Biersackschlag wächst vielleicht jetzt mal endlich. Würde ich mir wünschen. Für diesen wunderbaren Ort... So, 22 warten schon wieder. Und hier wird es jetzt auch wieder mehr. Sehr gut. Jetzt will ich mal gerade aber gucken, die Busse. Hier kommt ja jetzt ein Bus. Der hat da Leute drin? Ja, der hat zwei Leute. Also es läuft tatsächlich so. Die bringen ein paar Leute immer an.
Nicht viele, aber immerhin. So, und hier, er ist auf jeden Fall voll. Hin und zurück wird er voll sein. Das ist natürlich gut. Ja, und an dem Depot hier ist sowas von Highlife. Habe ich das schon? Das kann ich auch nicht upgraden, ne? Ist das denn das große? Nee, oder? Doch, ist das große. Das kleine ist klein. Das ist sogar das große. Das kann ich, ja. Okay. Hier unten auch. Das ist auch das große. Okay, dann ist ja alles gut. Dann brauche ich mir keine Gedanken machen, warum ich das nicht upgraden kann. So, eigentlich müsste jetzt die Produktion bald mal auf über 120 kommen, oder nicht? Ich bin jetzt, habe jetzt wirklich da nochmal viele Fahrzeuge reingeömmelt. Warten die echt immer bis voll? Das sieht fast so aus. Aber ist ja nicht schlecht. So. Ja, das ist doch schön. Gucken wir mal gerade hier drauf. Jetzt sind es nämlich nur noch 90.000, die wir hier haben, nicht mehr 97.500. Das ist doch schön. Ach, das tut so gut. Das ist ein richtig schönes Gefühl, so einen Kredit zurückzuzahlen. Und wir sehen Eisenbahn. Ordentliches Minus, aber manchmal auch ein ordentliches Plus. Aber das, momentan machen wir unser Geld tatsächlich mit der Straße. 400.000 plus. Ja, nicht ganz. 350.000. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich müsste halt, also ich glaube, was ich das nächste Mal sind die Züge tatsächlich austauschen. Weil es bringt ja nichts. Also die kosten so viel, die Scheißdinger. Jedes Jahr mehr. Können wir mal gucken. Warte mal, wenn ich ihn hier anklicke. Das, ne? Ihr seht es, es wird halt immer mehr. Und wenn ich jetzt einen neuen hätte, der würde halt, was weiß ich, hier wieder beginnen. Und das sind dann durchaus mal ein paar hunderttausend. 100.000 vielleicht. Aber irgendwann macht es natürlich Sinn. Die sind natürlich jetzt echt arg alt. 37 Jahre läuft dieses Scheißding schon. Leistungsbewertung schlecht. Also von daher, das ist, müssen wir machen. Natürlich müssen wir dann die Dinger abkoppeln. Ist das für die auch irrelevant eigentlich? Werden die irgendwie schlechter? Keine Ahnung von. Wäre mir aber auch egal, ich würde die wieder benutzen. So, wie sieht der hier aus? Yes, 55. Perfekt. Runter wollen natürlich gerade irgendwie nicht so viele. Viele wollen halt aus Biersackschlag weg. Gucken, die werden auch bald die 400 erreichen, da neuen Heilingen. Natürlich nice. Matzenbach kratzt an der 300. Da ist so viel Getreide, ey. Aber ehe ich die hier rumstehen habe, ich habe ja hier noch vier Fahrzeuge, die kann ich auch einfach alle Linie 3 schmeißen und gut ist. Why not? Das macht doch keinen Sinn, die da versauern zu lassen. So. Ja, ist hier der Rekordzug hier hoch. Wie viel fährt er? 7 km/h. Da muss mehr Leistung kommen, da muss mehr Leistung kommen. Das ist dann wahrscheinlich relevant hier, ne? Das ist dann das Einzige, was ich mir jetzt noch denken kann, dass das hier relevant ist. Dass natürlich derjenige hier, der bei der Leistung hier, der hat natürlich 290 kW, der kommt wahrscheinlich schneller am Berg hoch. Der hier fährt vielleicht insgesamt schneller, aber wird dann wahrscheinlich auch tuckern wie ein heißes Brot. Also von daher...
trotzdem würde ich den hier erstmal. Also für die Linie 1. Entschuldigung, ich will Geld. Will ich aber immer ihn hier kaufen. So. Ja, Leute, die Folge ist zu Ende. Wir machen weiter in Plus. Und schauen wir mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ich hab Bock, ihr habt Bock, oder? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich mache jetzt mal hier auf Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Transport Fever. Tschüss, liebe Leute. Macht's gut.